Während eines schweren Gewitters betrat Emma Parker den Laden und murmelte: Herr, pass auf meine Kinder auf. Sie sah verängstigt und ein wenig seltsam aus. Als der Ladenbesitzer sie fragte, was los sei, sagte sie, sie fühle sich wegen des Wetters nicht wohl. Nachdem sie eingekauft hatte, sah Emma ein Plakat mit einem vermissten Teenager und plötzlich begann sie Blut zu husten. Sie versucht mit aller Kraft, zu ihrem Auto zu gelangen. Doch ihr Zustand verschlechtert sich von Sekunde zu Sekunde. Schließlich wird sie ohnmächtig und fällt in einen regengefüllten Graben. Emmas Kinder Iris und Rose und ihr jüngerer Bruder Rory standen am Fenster und warteten auf ihre Rückkehr aus dem Laden. Sie sprachen traurig darüber, dass ihre Mutter aufgrund der religiösen Überzeugungen ihres Vaters Frank keinen Zugang zu medizinischer Versorgung hat. Frank kümmerte sich gerade um seine eigenen Angelegenheiten in der Garage, als der Sheriff kam, um ihn über Emmas Tod zu informieren. Frank schickte seine Töchter zu Dr. Bureau, der Emma entbunden hatte, als sie mit Rory schwanger war. Bei der Autopsie stellte Bureau fest, dass Emma Anzeichen einer seltenen tödlichen Krankheit aufwies. In der Zwischenzeit wurde Frank von seiner Nachbarin Marsh getröstet, die immer freundlich zu seiner Familie gewesen war. Auf dem Rückweg aus der Stadt bemerkte Frank ein Mädchen, dessen Auto eine Panne hatte. Er hielt an und zog einen Gegenstand heraus, bevor er das Mädchen tötete. Als er nach Hause zurückkehrte, beseitigte er alle Beweise, die ihn mit ihrem Verschwinden in Verbindung brachten, und verbrannte dann ihre Sachen. Am nächsten Tag meldeten die Eltern ihre Tochter als vermisst und eine Suchaktion wurde eingeleitet. Als Dr. Bureau mit seinem Hund spazieren ging, fand er einen Knochensplitter, von dem er sicher war, dass er zu einem Mann gehörte. Er wandte sich an den Sheriff, erhielt aber keine Hilfe. Also wandte er sich an Deputy Anders und bat ihn, heimlich vor dem Sheriff eine Untersuchung einzuleiten, da Bureau die Hoffnung nicht aufgegeben hatte, herauszufinden, was mit seiner eigenen Tochter geschehen war, die vor Jahren ohne jegliche Hinweise verschwunden war. In der Zwischenzeit stritten sich Rose und Iris darüber, ob sie bereit waren, die religiöse Verantwortung der Mutterschaft auf sich zu nehmen. Rose bezweifelte, dass sie es richtig machten, und Iris war der Meinung, dass sie sich um ihre Familie kümmern und weiterarbeiten sollten, wie Emma es gewollt hätte. Sie erinnerte Rose daran, dass es an der Zeit sei, sich an die Tatsache zu gewöhnen, dass sie nicht wie alle anderen um sie herum seien. Zu diesem Zeitpunkt kam Anders zu ihnen nach Hause, um Informationen über das vermisste Mädchen zu erhalten, und lud Iris zu einem Date ein. Es stellt sich heraus, dass er schon seit der Hikschol in das Mädchen verknallt ist. Aber er bekommt eine Absage. Als Rory die Scheune seines Vaters betritt, stößt er auf eine unangenehme Entdeckung. Die junge Frau wurde gefangen gehalten. Sein Vater Frank ist wütend, warnt ihn vor den Folgen des Ungehorsams und verbietet seinem Sohn, die Scheune zu betreten. Kurz darauf beerdigt die Familie die Mutter. Da bemerkte der Arzt, dass Frank die gleichen Symptome zeigte wie seine Frau. Er wollte sie warnen, dass die Krankheit sehr tödlich war, aber die Kinder fanden Ausreden, um den Zustand ihres Vaters zu verbergen. Dann gab Frank seiner ältesten Tochter Emma das Tagebuch, das von Generation zu Generation weitergegeben wurde, und machte ihr klar, dass es nun ihre Pflicht sei, in die Fußstapfen ihres Vorfahren zu treten. Aus dem Tagebuch erfuhren sie von den harten Wintern, die ihre Vorfahren erlebt hatten und die dazu führten, dass ihre Vorfahren Menschen aus der Gemeinschaft töteten und ihr Fleisch als Nahrung verwendeten. Marsh, eine Frau, die Rorys Hunger bemerkt hatte, versuchte zu intervenieren, aber Frank bestand darauf, dass sie sich nicht in seine Familienangelegenheiten einmischte. Am Abend verlangte Frank von seinen Töchtern, die Geisel zu töten. Widerwillig taten sie dies, und Iris zerstückelte die Leiche und kochte daraus Suppe. Die Mädchen sind angewidert, aber sie haben keine andere Wahl. Sie müssen die Traditionen ihrer Vorfahren respektieren, sonst wird ihr Vater sie umbringen. Alle setzten sich an den Tisch und begannen, das Menschenfleisch zu essen. Am Abend brachte Marsh aus Sorge um Rory eine vegetarische Mahlzeit für ihn. Doch plötzlich hörte sie eine Frau aus der Scheune schreien. Doch Iris versicherte ihr, dass alles in Ordnung sei, da nur ihr Vater dort Zugang habe. Anderson untersuchte zusammen mit dem Arzt den Bach und fand eine Menge Beweise. Es gab viele menschliche Knochen, die darauf hindeuteten, dass jemand sie oft in den Bach geworfen hatte. Aus Angst um ihre Familie wollte Iris unbedingt herausfinden, was genau sie im Bach gefunden hatten. Doch bevor sie Antworten bekommen konnte, gestand Anderson ihr seine Gefühle. Leidenschaft überkam sie und sie begannen sich zu küssen. Aber es war eine Falle. Frank tauchte auf, tötete den Mann und forderte Iris dann auf, angewidert nach Hause zu gehen. Der Arzt führte Tests durch, die ergaben, dass Emma an der Kuro-Krankheit litt, die normalerweise bei Menschen auftritt, die Kannibalismus betreiben. Er wandte sich sofort an den Sheriff,
aber es war Feiertag in der Stadt und auf dem Revier war niemand zu finden. Um herauszufinden, was mit seiner Tochter geschehen ist, beschloss er, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und ging allein zu Franks Haus. Damals fand Frank viele Knochen, die sich wahrscheinlich nach dem Sturm angehäuft hatten. Ihm wird klar, dass es genug Beweise gegen sie gibt und es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Polizei hinter ihnen her ist. Er beginnt zu Gott zu beten und verspricht, dass seine Familie bald wieder mit der toten Emma vereint sein wird. Der Mann macht sich dann anständig und macht sich daran, das Abendessen zu kochen. Allerdings mischt er Gift hinein. Als er die Teller anrichtet, bemerkt Rose die Rückstände des weißen Pulvers und erkennt, dass Frank versucht, sie mit Arsen zu töten. Nachdem sie gebetet hat, versucht Rose, Iris zu warnen, die sich vor Frank in großer Angst befindet. Das Mädchen schüttete Roris Suppe auf den Boden, bevor er das Essen berühren konnte. Dann taucht Bero plötzlich in ihrem Haus auf und vermutet, dass die Parkers Kannibalismus betreiben. Er bemerkt einen der Schmuckstücke seiner Tochter an Iris und schließt sofort, dass sie seine Tochter getötet haben. Der Arzt fragt, warum sie seine Tochter getötet haben, und Franka beginnt, Ausreden zu erfinden, um diskret eine Waffe zu zücken. Es kommt zu einer Schießerei, bei der Iris, die den Arzt schützen wollte, verwundet wird und das Bewusstsein verliert. Auch Franka verliert das Bewusstsein. Bero versucht, das Mädchen wieder zu beleben, aber Frank lebt noch und setzt ihn mit einem Schlag außer Gefecht, bevor er etwas anderes tun kann. Frank geht dann nach draußen, um Rose und Raleigh zu finden, der sich in Marshs Haus versteckt hat. Dann bricht er in das Haus der Frau ein und tötet sie. Als sie ins Haus zurückkehren, zwingt Frank sie, sich an den Tisch zu setzen. Der Mann drückt seine Liebe zu ihnen aus und stellt fest, dass Rosa ihrer toten Mutter sehr ähnlich sieht. Daraufhin greift ihn das Mädchen heftig an, beißt ihn in den Hals und ihre Schwester durchbohrt seinen Arm. Sie beruhigen sich erst, als Frank keine Lebenszeichen mehr von sich gibt. Rose bemerkt einen Arzt, der die ganze Sache beobachtet hat und kaum bei Bewusstsein ist. Sie nähert sich ihm und legt ihm den Schmuck ihrer Tochter auf die Brust, woraufhin sie im Morgengrauen die Stadt mit einem Tagebuch verlassen, das die Aufzeichnungen ihrer Vorfahren über Kannibalismus enthält. Wenn ihr mehr Videos wie dieses sehen wollt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und zu mögen. Bis bald. Pass auf dich auf.